Um mit dem Sturmsoldat von Level 8 auf Level 9 zu kommen, müssen wir 60 Gegner mit Sturmgewehr oder Schrotflinte töten, 10 gegnerische Drohnen zerstören, 12 Gegner mit Schrotflinte oder Sturmgewehr töten, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln, und 2 Gegner in weniger als 10 Sekunden im Nahkampf töten. Das ist alles machbar, nur um die Drohnen mache ich mir ein bisschen Sorgen, denn es ist nicht im... Es ist nicht immer so einfach, die zu finden. Guck mal, da ist schon eine. Verstanden, Dito. Verdammt. Ach, ich dachte, er wäre tot. Verdammt. Jetzt ist er tot. Und er ist auch tot. Gut. So, da haben wir eine Drohne. Gehen wir gerade die Teile einsammeln. Und nochmal nachladen, nur zur Sicherheit. Vielleicht sollte ich ein erweitertes Magazin kaufen und einbauen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, ich kläre hier mal ein bisschen auf. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Scharfschützen, oder? So ein Gebiet hier ist doch prädestiniert dafür. Aber scheinbar gibt es nur Gegner im Lager. Zumindest gab es da immer welche. Ja, da sind ein paar. Oben aber nicht. Gut, dann gehen wir eben da oben hin. Das ist da drüben. Können wir vielleicht sogar mit dem Fallschirm runter? Die Klippe müsste steil genug sein. Tja. Hier? Ja. Na toll. Ich will auf dieses Dach. Genau dahin will ich. So. Schauen wir doch mal. Das war ein Scharfschütze. Ich will nicht da runterfallen. Ich nehme mich da drauf. Sein Kollege hinter ihm ruft: Ah! Und er: lalala, hab nichts gehört. Was ich nicht gehört habe, existiert auch nicht. Da haben wir noch einen. Ja, ich bin mit dem Bullet Drop dieser Waffe hier noch nicht so ganz firm. Bin ich stuck, wenn ich da runterfall? Wie viele Kopfschüsse brauchen die denn neuerdings? Meine Güte! Was? Was? Wer? Wie? Wo? Was? Wie? Was? Wo? Hä? Wo? Ich sehe keinen. Hey, hört mal, wir haben ungebetene. Alles klar, wir sind in Alarmbereitschaft. Ach. Toll. Verdammt. Fall jetzt um, Mann. Guck mal, der hat schon eine Schusswunde am Kopf und er fällt trotzdem nicht um. Irgendwie läuft da was nicht ganz rund mit den Heavies. Da ist eine Entdeckung gerutscht. Nein, Mann! Wie viele Heavies sind denn da unten? Meine Güte. Und natürlich wieder die wimmernden Zivilisten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Der nächste. Next. Läuft die Aufnahme noch? Die Festplatte läuft gerade ein bisschen komisch. Läuft andauernd an. Macht's immer. Die Gegner kommen! Ich weiß, dass
Danke für das laute Rumschreien. Das ist ein Heavy, da brauche ich gar nicht drauf zu schießen. Außer vielleicht um ihn anzulocken. So, das waren jetzt insgesamt 16 Gegner bis jetzt. Da kann ich da drunter durchschießen. Das wäre der ideale Spot. Hier PvP, ja, Alter, das wäre krass. Komm ich jetzt hier wieder raus oder bin ich stuck? Ah, ich komm wieder raus, gut. Ja, das seid ihr nicht. Das macht aber auch nichts, denn bald bin ich allein. Da. Ich hab dich doch gesehen da hinten. Oder warst du nur ein Pflänzchen? Ach, er wieder. Weißt du was, komm. Runter da. Unten läuft noch ein weiterer rum. Den habe ich nicht gemeint. Da ist einer hingelaufen. Zack. Oh, das war schlecht. Jo, alles in Ordnung. Guten Tag. Nix, nix. Suchen wir weiter. Das Gebiet befrieden will ich. Schnell! Feindkontakt! Scheiße! Jo. Sig Semper Tyrannis. Einsatz abgeschlossen. Sentinel-Commander getötet. Okay, aus Versehen eine Fraktionsmission erledigt. Gut, kann ich mitleben. Kommt vor. Hier ist jemand. Seid auf alles vorbereitet. Du sollst doch nicht auf mich schießen. Die sind nicht weit. Ich habe nicht mehr viel Munition, glaube ich. Für den reicht's noch. Ich habe keine Munition mehr zum Nachladen. Ich muss mal auffüllen hier. Haben die keine Munition für mich? Dann muss ich zum Biwak. Zum Biwak. Schalala. Ja. Da. Sind viele jetzt. Schnee oder nicht, wir müssen die Sau erledigen. Munition schlecht. Das sind natürlich nur Scharfschützengewehre, ist klar. Tja, dann muss ich die jetzt eben mit der Pistole erledigen. Ob ich will oder nicht. Schaltet sie aus! Verdammt, habe ich echt keine Munition mehr fürs Sturmgewehr. Vielleicht hätte ich doch zwischendrin mal einen Biber krasten sollen, anstatt... Also nach der letzten Folge habe ich mir einen Heli geschnappt und habe mal das Gebiet gewechselt. Dann muss ich jetzt wohl hier die Waffe wechseln, ob ich will oder nicht. Was haben wir hier? Eine 5-16, na ja. Ihr müsst ja mindestens noch ein Magazin drin haben. Augen auf, Amriss! Oh Gott, oh Gott! Wisst ihr, wenn man am falschen Ende der Minigun ist, ist das ziemlich schlecht. Egal, ob bei einer montierten Minigun oder bei einer... Ja. Minigun von... einem Gegner. Du bist keine 416. Was ist das da unten drunter? Das könnte eventuell eine sein. Ja, ach, eine 516. Was haben die alle mit ihren 516ern? Naja. Ich will eine 416, Mann. Was haben wir hier? Eine AK oder was? Und Medikit. Was? Naja. So, das waren jedenfalls alle Gegner hier in dem Gebiet. So, wo reisen wir denn dann mal hin? Hier gibt es nicht zufällig eine 416.
Blaupause, nee. SC-20K. Luftschiff-Flughafen. Transportzentrum. Da könnten wir hin. Irgendwas in der Nähe. Hier im Norden ist noch irgendwas. Ein kleinerer Außenposten. Schauen wir da mal rein. Nein. Boah. Welche Richtung fahre ich? Richtige Richtung. Sehr gut. Ja, ich weiß, ich habe meine eigentliche Waffe jetzt liegen lassen, aber ich mache es jetzt zu meiner Mission, eine 416 zu finden. Ach, guck mal. Haben wir noch ein paar Gegner. Ich habe jetzt natürlich kein tolles Visier mehr. Mit der habe ich natürlich noch weniger Training, nämlich gar keins. Die ist trotz Schalldämpfer ziemlich laut. Als ich im Irak war, habe ich nie zu Hause angerufen. Ich musste mich auf den Einsatz konzentrieren. Der Scheißjob hat mich 2 Ehen gekostet. Aber ich kann nicht aufhören. Das zeigt, wofür mein Herz wirklich schlägt. Wenigstens sehen die Uniformen cool aus. Also ich finde die Uniform ziemlich hässlich von euch. Ich will jede volle Stunde Funkmeldung. Waren das alle hier? Ja? Das ist ein Auge. Oh shit. Oh shit, nein, nein, nein. Heute nicht. Ich bin nicht hier. Ich weiß eigentlich, wie da ein Haufen Gegner werden, ne? Vielleicht ja doch. Und die fahren einfach weiter. Ja, die nehmen ihren Job sehr ernst. Also man kann sie nicht von ihrem Konvoi ablenken. So, raus da bitte. Und dann fahren wir wieder weiter gen Norden. Wäre doch gelacht, wenn wir die 60 Gegner nicht hinkriegen. Ich habe noch keine 12 Gegner getötet, ohne nachzuladen. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen dann. Nun zu den neuesten Nachrichten. So erschaffen wir heute weniger nachladen dann. Auf diesem vom Wasser dominierten Planeten Einzelfeuer, sehr gut. Wir uns fragen, welches Potenzial bieten die Weltmeere? Liegt die Zukunft der Menschheit vielleicht in ihren blauen Tiefen? Haben wir 2 Gegner patrouillierend? Wenn ich mich recht entsinne, das ist, müsste da hinten dran ein Helipad sein. Ja. Das hier ist der erste Ort. Gut, das hätten auch die 2 Nahkämpfe sein können. Naja. Zu spät dran gedacht. Erst nach dem ersten Schuss dran gedacht. Was hatten die für eine krasse Reichweite? Das ist ja übel. Eigentlich gar nicht so krass. Ich will die mal gerade schnell vergleichen. Hat eine geringere Reichweite als die ich vorher hatte, aber eine höhere Feuerrate. Hoffe trotzdem die normale 416. Das Geräusch, das die Stille macht. Oh nein, einer unserer Jungs wurde getötet. Ja, und noch einer. So, das waren auf jeden Fall mindestens 2. Oh, da ist die Tür zu. Waren auf jeden Fall mindestens. Hallo? Pff, er steht halt da und kriegt gar nichts mit. Oh, hallo. Wir werden angegriffen! Wir brauchen tatsächlich 3 Kopfschüsse, um zu sterben. Früher haben sie nur 2 gebraucht. Hi. Haben Gesellschaft! In Ordnung, wenn Sie kommen, sind Sie dran.
Verdammt, ich habe die am Helipad gar nicht, habe bei denen gar nicht geguckt, ob die eine 416 dabei hatten. Da können wir rein. Oder wir gehen da aufs Dach. Das Schwein muss hier irgendwo sein. Ich bin hier. Ganz sicher. Verdammt, ich habe viel zu viele Schüsse gebraucht für die paar. Das Ding hat keinen Laser. Auch schlecht. Bauen wir nachher alles dran, kein Problem. Aber erst, wenn wir eine 416 haben. War das alles? Nie im Leben, oder? Ja, wir können uns einen Heli schnappen und dann mit dem Heli mal eine Reise unternehmen. Keiner mehr hier? Die paar Luschen war alles, was die hier zur Verteidigung hatten. Das ist keine 416. Das auch nicht. Das ist ein MG. Das ist gar nichts. Oh, ich darf die Waffe ja nicht wechseln. Stimmt, deswegen vielleicht eben. Aber ich meine, wir haben noch so viele... Ja, gar nicht mehr so viel, nur noch 15 Kills, die wir brauchen. Hm, naja. Komm, dann machen wir die paar Kills jetzt noch mit der 516. Wir brauchen auch noch 9 Drohnen. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen tiefer über die Pampa fliegen. Hallo ihr drei. Genau, hier ist gar nichts. Mach das. Nichts. Ich weite das Suchgebiet aus. So, die 12 Gegner haben wir. Gehen wir mal noch eben gucken. Damit den Waffen aussieht. Nachladen darf ich jetzt auch. Ich brauche Drohnen. Was ist die Waffe? Das ist keine 416. Blöde 805 brennt. Geht mir auf den Keks. Hä, was? Hä? Der hat nur eine Pistole. Oh, ja, ich will aber meine haben. Danke. Drohne. Das ist aber keine feindliche Drohne. Die zählt nicht. Abgesehen, dass ich die nie treffe. Früher hat man die gut getroffen. Aber seitdem dieser Bug drin ist, dass der Tracer langsamer fliegt als die Kugel, sieht man hier ist nicht so gut. Da vielleicht. Hier seht ihr, wenn ihr genau hinguckt. Oder dann. Siehst du, der Tracer fliegt noch, aber der Einschlag im Baum findet schon statt. Also der Tracer fliegt langsamer als die Kugel. Und deswegen treffe ich diese Drohnen nicht mehr, weil ich nicht mehr wirklich einschätzen kann, wie weit ich vorhalten muss. Glaubst du das? Zack. Ein Fahrzeug, ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Klar. Munition. Nehmen wir auch mit. Ich höre Stimmen. Nehmen wir das Fahrzeug vielleicht doch nicht mit. Brauchen auch noch 2 Gegner im Nahkampf. Fällt mir gerade auf. Ach, guck mal, die da. Die bieten sich doch geradezu an. Hier ist nichts zu melden. Jo, sehe ich auch so. In meinem Sektor rührt sich auf. Hilfe, ich kann nicht sehen! Zack, zack, zack. Und nochmal. Zack, zack, zack. Das waren die. Und neben unserem Heli. Eine Drohne! Yippie! Steht
Steht damit, was ich die töten, zerstören soll? Nö, ne? Könnte ich auch eine EMP-Granate werfen. Ich will mal im Vollautomodus mit der schießen, mit der Waffe. Nice. Gefällt mir die 516. Ah, guck mal, er hat Infos. Heute nicht. Heute brauche ich die Kills. Ich mache mit dem Charakter keine Missionen, sondern nur unsere, ja, unsere Dingens, ne? Oh, noch eine Drohne, nice. Nur die Klassenherausforderung mache ich mit dem Charakter. Und zwar auch nur die ersten 10 bis 11, denn dann kann ich mit meinem Hauptcharakter weitermachen. Denn ich habe meinen Hauptcharakter nur bis Klassenlevel 10 gelevelt und habe nicht mehr gelevelt, seitdem der Klassenlevel auf 20 angehoben wurde, auf Stufe 20. Haben wir noch Drohnen hier irgendwo in der Nähe vielleicht? Schön wär's, ja. Ne. Na, dann schnappen wir uns das Ding. So. Aber das war ja sehr schön. Zwei Drohnen. Kurz hintereinander, noch ein paar Gegner. Genau die beiden Gegner, die wir brauchen. Und damit brauchen wir nur noch 7 Drohnen. Wobei nur noch vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist, denn ich könnte die Armon-Drohnen machen, theoretisch. Aber die sind mit dem Panther um einiges einfacher. Denn mit dem Panther kann ich einfach hingehen und das Drohnentarnspray benutzen. Da ich diese Nebenmission mit dem, bei der man dieses alternative Drohnentarnspray bekommt, die Nebenmission mit dem Namen Täuschung ist das, ich die mit dem Charakter hier nicht gemacht habe, weil ich mit dem ja gar keine Mission mache, habe ich auch dieses andere Drohnentarnspray nicht. Gibt's hier Drohnen? Guten Tag, die Herren, ich suche Drohnen. Ich bin auf der Suche nach Drohnen. Moment mal. Das ist der Anfangspunkt. Das heißt, unser abgestürzter Heli müsste dort sein. Ja, da ist er. Da unten. Die Leichen sind weg. Sentinel hat wohl die Leichen weggeschafft, alles klar. So, aber diese Kills brauchen wir nicht mehr. Also wir brauchen keine Menschenkills mehr, wir brauchen nur noch Drohnenkills. So, wo haben wir denn ein Armon-Verteidigungsgebiet? Sehe ich hier halt nicht, weil ich nichts aufgedeckt habe hier, verdammt. Behemoth, ja, aber ohne Drohnentarnspray ist das schon hart. Und vor allem habe ich auch bisher nur die MK1 EMP-Granaten. Da möchte ich nicht unbedingt gegen den Behemoth antreten, wenn ich die nicht stunlocken kann. Gibt es hier eine fliegende Überwachungsdrohne? Mir ist auch eine fahrende. Das gibt's doch nicht, das dann nirgends. Ich will ein Armon-Verteidigungsgebiet. Oder ein Murmur-Verteidigungsgebiet würde ich auch nehmen. Das ist ein Armon-Angriffsgebiet. Ah. Angriffsgebiet heißen soll, nicht Verteidigungsgebiet. Also in die Richtung. Über den Bergen, da müsste es dann sein. Liegt trotzdem ein bisschen tief. War da auch eins? Nee.
um eventuell mit ein bisschen Glück ein paar Drohnen zu entdecken. Aber so ein Flug sehe ich da wenig Chance. Das ist echt ziemlich weit weg, ne? Da hinten. Aber es steht ja nicht da, wie wir die Drohnen zerstören sollen. Also kann ich die theoretisch ja auch. Wie die Plätten. Habe ich einen erwischt? Ja, einen habe ich erwischt. Und den in der Mitte. Bin mal wieder nicht auf Kurs. Da unten. Oder? Da ist es doch. Oder auch nicht. Da drüben. Irgendwo ist doch da eine Hütte. Das gibt's doch nicht. Ist das hier? Ja, da muss das sein, ne? Aber ich sehe hier keine Drohnen. Bin ich wirklich richtig? Ja, schon. Aber da ist es. Also war ich doch nicht ganz richtig. War nicht ganz richtig im Kopf. So, bevor ich jetzt aber aussteige, rüste ich mir hier mal noch eine... Oh, ich habe noch gar keine EMP-Granaten, das ist schlecht. Gut, dann würde ich sagen, aussteigen, Schalldämpfer ab, Vollauto. Ab geht's. Versuchen, so weit es geht, oder so nah es geht, ranzuschleichen. Gibt's hier vielleicht eine 416? Nee, das Geldcredits. Oder? Auch noch was anderes durchgestrichen? Eine MPX, dann brauche ich nicht. Und Feuer! Ach du Scheiße. Oh Gott. Das Ding ist dezent schnell. Und ich muss nachladen, das ist schlecht. Ui. Wow. Nice. Cooles Vereine. Hab ich ein bisschen erwischt, die Explosion. War das echt nur eine? Wie lame. Ich habe gehofft, es wären zwei. Aber wer weiß, ob ich das überlebt hätte. Das weiß natürlich die ganze Welt, dass ich da bin. Eieiei. Ich liege nur hier. Ich bin tot. Wie viele Miniguns da rumfahren. Das war zügig für. Geh weg. Ich lieg hier. Schalldämpfer. Beeil dich endlich. Das Alpha-Team wartet auf uns. Ich mach schon. Geh ein. Ja, Vollauto macht mit der schon Spaß. Die M4 übrigens auch. Die hat auch eine geile Feuerrate. Ich glaube, die hat 800, glaube ich. Ich wüsste sogar, wo es die gäbe. So, wo haben wir denn noch? Behemoth brauche ich nicht. Komme ich nicht mit klar jetzt. Ich kann ja wie... Ach, ich habe doch noch mein Heli da hinten stehen. Also die Drohnen grinden ist echt sehr zeitaufwendig. Nervig, vor allem wenn dann so ein... Oh, hallo! Hallo? Der hat mich leider ein bisschen erwischt. Ich bin leider verletzt. Du lebst noch? Der da hinten lebt noch. Aus der Hüfte. Bam. So.
So. Ich brauch Drohnen. Verdammt, Drohnen. Ich konnte mich an meinem anderen Charakter nicht dahin. Ich konnte mich an meinem anderen Charakter einloggen und gucken, wo die die Arme und Gebiete sind, aber. Von einem Amon-Gebiet weiß ich. Könnte aber das gewesen sein. Könnte es gewesen sein, ja. Ach, Mann. Das ist, nee, das ist es nicht. Nicht das, was ich meine. Oder doch? Ach, ich weiß, der Kuckuck. Ich weiß zwar, wie das Amon-Gebiet aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Genau, in welchem Gebiet. Murmur-Gebiet wäre halt perfekt, ne? So was, ich lande jetzt mal da und fliege nur mit der Drohne ganz hoch und gucke, was die so erspähen kann. Mit so einem Murmur-Gebiet wäre das schnell erledigt. Ich auch, aber... Ich muss das ja nicht machen, ohne zu sterben, zum Glück. Standort von Gel Technology. Da war irgendwas, oder? Nee? Da. Aber nichts Besonderes. Ich wüsste... relativ bestimmt, wo noch ein Murmur-Gebiet ist, aber das ist halt super weit weg. Das wäre halt da drüben irgendwo, ne? So hier vor allem. Hier gibt es einen Haufen, so in Strandgegend. Ah, das ist nervig. Wenn ich es nicht uncut machen würde, würde ich die Drohnenkills wahrscheinlich alle zusammenschneiden. Kontakt, ja. Moment mal, ein Wulflager. Haben wir hier irgendwo ein Wulflager zufällig? Ja, bestimmt, aber keins, was ich schon aufgedeckt hätte. Verdammt! Da dieser Charakter halt noch... was Story und so angeht, total neu ist, gibt es hier halt auch wenig Wolf-Patrouillen und auch wenig Wolf-Patrouillen mit Drohnenunterstützung. Hier zufällig eine Wachtdrohne? Wenn ja, fliege ich einfach rein. Bewaffnete Drohnen will ich jetzt nicht unbedingt, die fliegenden, aber... Ah, hier gibt's nichts, alles klar. Bestimmt schon mal an 10 Drohnen vorbeigeflogen. Oh, eine Drohne! Cool, das zählt. Nice. So, da brauchen wir nur noch 5 Drohnen. Noch 5. Ich habe nichts, also nichts grundsätzlich gegen Grind. Aber wenn man sich den Grind suchen muss, dann ist es schon nervig. Also wenn der... Oh, da ist noch ein Drohnen. Ja, geh kaputt, Drohne! Die Drohne macht den Heli! Schrottet den Heli! Alter! Die Drohne hatte mehr Power als der Heli.
Nein, stirb du. Du bist eine viel größere Missgeburt als ich. Die Drohne hatte einfach mehr Power als der Heli. Okay. Ich frag nicht weiter. Ist allerdings blöd, dass der Heli jetzt kaputt ist. Denn mit einer Karre sehen wir natürlich nicht so viel. Kontakt mit einem Fahrzeug. Ich hab den Mist dahin geschleift. Okay. Also wenn, dann sind die wahrscheinlich irgendwo offen. Irgendwie so komisch platziert, mitten in der Pampa. Würde ich schätzen. Nee, schade. Schade, dass man die nicht kaputt machen kann. Strand vielleicht, da sind auch öfters welche. Hupala, ist nicht verletzt. Das war nicht Teil des Plans. Da ist eine Drohne. Einfach mal das Beret nochmal aufgeklitscht. Jo, Vollauto macht Spaß. Verballert allerdings auch Munition. Zack, Beret ist weg. Und die Haare auch. Die Frisur stimmt nicht, aber die Kopfbedeckung ist weg. Na gut, ich weiß, es sind geschlossene Räume und keine Kopfbedeckung mehr. Dann könnte ja wenigstens die Frisur wieder stimmen. Der Flughafen. Da sind doch bestimmt Drohnen, oder? Da sind doch bestimmt Drohnen. Wenn nicht, zumindest ein Heli oder ein Flugzeug. Da steht ein Flugzeug. Und ich wähle die einzige Sackgasse aus, die da ist. Prima. Kann ich von da draußen rein? Nein. Ich liebe es. Ich liebe es. Zählt als Drohne. Nice. Komm, noch zwei. Schaffen wir doch noch. Die Folge geht ja schon fast 40 Minuten. Eieiei. Und davon bestimmt 20 Minuten nur Drohnenjagd. Einfach durch den Haupteingang, warum auch nicht. Ich suche Drohnen. Drohne. Lalalala, Drohnen. Oh, hallo. Jo. Weniger Drohnen da, als ich vermutet hätte. Ah! Achtung! Wir werden angegriffen! Gibt's doch nicht, dass das sonst keine Drohne ist, sag mal. Der guckt noch in meine Richtung. Ich gerade seinen Kameraden gekillt habe. Sorry. Sorry, ich wollte Bill nicht erwischen. Oh! Was? Och nö. Na toll, ich wollte den Heli holen. Mann. Shit. Oh, hallo. Sniper.
Ich bin unter Beschuss vom Sniper. Rudy ist tot. Was? Rudy? Rudy? Oh oh, da kommt die. Niemand überlebt uns. Doch. Alter. Ich muss in den Heli. Da kommen immer mehr Gegner. Ab in den Heli. Ich weiß, der Eingang ist eigentlich rechts, aber ey, was soll's. Oh oh. Ich glaube, ich bin gleich tot. Oh Gott, oh Gott. Eieieiei. Was eine Gaudi. So, die Frage ist, wo krieg ich es? Ich weiß doch, hier war doch noch so eine blöde fliegende Drohne, aber die ist nur Zufall. Oh Gott. Zufallsplatziert. Also, ab geht's. Natürlich snipt er mich komplett durch den ganzen Heli durch. In den Hinterkopf. Ja. Natürlich macht er das. Andererseits, wenn wir jetzt wieder am Heliport sind, können wir das gerade nochmal machen. Ja, guck mal. Allerdings auf der falschen Seite. Ich lege mich jetzt erstmal hin, gucke, wo wir Drohnen haben. Wir wissen ja erst, dass die kleinen Drohnen, die Ausweisprüfdrohnen, auch zählen. Ach, ich habe bei der Drohne noch kein Wärmebild freigeschaltet. Das ist keine feindliche Drohne. Da fährt halt diese eine Ausweisprüfdrohne rum. Ja, ich meine, was soll's. Wir müssen eh rennen. Und dann können wir auch da vorne hinrennen. Dann fehlt uns immerhin nur noch eine. Ich könnte mich einfach nochmal töten lassen. Und dieselbe Drohne dann nochmal zerstören. Es wäre zwar ein bisschen, ja, nicht ganz im Sinne des Erfinders. Oh, guck mal. Muss ich gar nicht. Ich muss nicht exploiten. Wir kriegen es auch so hin. Nice. Yippie. Stufe 9, ich komme. Das war echt ermüdend. Aber ich muss noch eine Folge aufnehmen. Die jetzt nach der kommt. Ja, und damit sind wir auf Level 9. Nice. Sehr, sehr nice.